Schmuck aus Kolumbien, Weine und Speisen aus Chile und Argentinien oder doch lieber Schuhe aus Brasilien? All das gibt es in der South Embassy. Lateinamerika ist ein Fundus von Geschichten, Kulturen, Kunsthandwerken. Man kann nie aufhören, neue Welten, neue Sachen zu entdecken. Immer wieder, wenn ich was Neues entdecke, erklärt sich auch meine Wurzeln. 2010 hat Cecilia Fuentes Ibaburu ihren Laden in Berlin-Mitte eröffnet. Mit jedem der 2000 Artikel kommt auch ein Stück Kulturgeschichte Lateinamerikas in die deutsche Hauptstadt. Regionale Bezüge sind ihr wichtig, wie bei dieser Kleiderkollektion aus Mexiko. Jeder Muster, den man sieht, trägt die Information unserer Vorfahren. Damals hatten die Völker gar keine Möglichkeit, mit Computer oder Blockchain zu bauen. Das haben sie auf den Textilien symbolisiert und bewahren. Das war eine Art, Information zu bewahren. Wenn man solche Arbeiter sieht, man sieht vielleicht, man geht in der Vergangenheit 2000 Jahren zurück und da haben wir immer noch lebendige Geschichte. Cecilia Fuentes Ibaburu wurde in Montevideo in Uruguay geboren. Aufgewachsen ist sie in Santiago, der Hauptstadt von Chile. Dort studiert sie Industriedesign und organisiert später Modemessen. Die Liebe führt sie Anfang der 2000er Jahre nach Deutschland. Zuerst lebt sie in München, 2008 zieht es sie nach Berlin. Hier hat sie inzwischen eine zweite Heimat gefunden. Als Kind hatte ich immer wieder von Berlin gehört, weil mein Vater fasziniert von der deutschen Geschichte war. Und für mich war kein fremder Ort. Es hat mich immer neugierig gemacht. Und als ich angekommen bin, ich fühlte mich sofort verbunden. Es ist so multikulturell, dass es hier diese Offenheit, die man erlebt, dass es für mich ein Vaterland geworden ist. Cecilia Fuentes Ibaburus Lieblingsort in Berlin, Klärchens Ballhaus. Das Vergnügungslokal hat zwei Weltkriege überstanden und steht bis auf das Vorderhaus unverändert so da wie vor mehr als 100 Jahren. Der Spiegelsaal ist das Herz des Ballhauses, ein Ort, der aus der Zeit gefallen scheint. In diesem wilhelminischen Prunksaal waren schon Prinz William und Herzogin Kate zu Gast. Hollywood-Regisseur Quentin Tarantino und Schauspieler George Clooney haben hier gedreht. Das war einer meiner ersten Eindrücke von Berlin, was mich fasziniert hatte, dass hier spürt man die Geschichte Berlins, das authentische Berlin, das, was ich erleben wollte, das, was ich immer in Südamerika in Büchern gelesen hatte. Und das hat mich wirklich bezaubernd. Zurück in der South Embassy, zu der auch eine Galerie gehört. Darin präsentiert Cecilia Fuentes Ibaburu lateinamerikanische Kunst. Darunter diese Schalen. Sie symbolisieren die Favelas. Außen rau, aber innen voller Leben. Die Chilenin möchte mit ihrem Laden eine Plattform für den kulturellen Austausch bieten. Obwohl ich liebe die Winterkultur Deutschlands auch, aber ich vermisse auch diese Sonne Südamerikas. Und die Sonne, die tragen wir, die Lateinamerikaner, diese Gelassenheit, diese Wärme. Und es war immer eine helle Herausforderung für mich, wie vermittle ich diese Art sonnige Wärme in Deutschland. Und aus dieser Mischung habe ich das erreicht, dass ich sage, okay, da bringe ich viele Menschen zusammen. Mit der South Embassy ist ihr das gelungen. Ein Stück Lateinamerika mitten in Berlin.